Ja, jetzt sind wir an der Basis, haben drei Leben dabei und was wollten wir damit? Das ist eine gute Frage, ne? Das weiß keiner mehr. Weiß der hier vielleicht, dieser, sag schon. Drucker F. Gemisch ist da gefragt. Nee, das wollten wir dann nicht bauen, oder? Was wollten wir bauen? Gute Frage, ne? Ich weiß es nicht mehr. Tja, was wollten wir jetzt bauen? Vielleicht war das gar nicht hier, sondern bei der anderen Station, die da um die Ecke ist. Wir gehen da mal ganz schnell hin. Schauen wir mal hier vorbei. Großer Drucker. Keramik. Aluminium, Eisen haben wir. Warte, was war das, was wir da bauen? Windturbine wollen wir bauen. Okay, das könnte sein. Und dafür brauchen wir jetzt hier nicht das, sondern das. Weil da kommt jetzt Keramik raus, ne? Genau so ist es. Was haben wir noch im Rucksack? Die Forschungsprobe, die sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir die hier hinkriegen, ne? Wie viel braucht man denn in der Keramik? Nur eine. Eisen haben wir auch schon hier. Dann fehlt noch Graphen und Aluminiumlegierung. Frage, ob wir das hier haben, ne? Hier liegt noch eine Forschungsprobe, die kannst du schon mal da reinstecken. Die nächste Probe ist hier. Missionslogbuch, okay. Okay, da haben wir sowas für gekriegt. Was für ein Ding? Keine Ahnung, wofür das gut ist. Was haben wir hier drauf? Aluminium. Keramik. Okay, wenn da Keramik, dann gibt das vielleicht Aluminiumlegierung. Was bauen wir damit jetzt? Mittelgroße Windturbine. Dann bauen wir die mal gerade. Dann ist die fertig. Wo baue ich die hin? Da. Was war das für eine Aufgabe irgendwo? Anwerfen. Mittelgroße Windturbine auf dem Leuchtturm Population zu den 1 von 2. Da müssen wir wahrscheinlich noch einbauen. Dafür brauchen wir noch Aluminiumlegierung. Nee, Keramik brauchten wir. Aluminium. Keramik ist hier. Es ist nur die Frage, wo wir Aluminium herkriegen. Hier liegt keiner. Da ist schon dran, ne? Graphen und Aluminiumlegierung brauchen wir da noch. Wo kriege ich Aluminium her? War das beim anderen Lager? Gute Frage. Was hier?
das kann ich nicht auswählen. Weiß nicht, was wir noch nehmen. Arbeiter hatten wir gerade eben einen, Gewehrschütz, Grenadier. Lokführer nehmen wir mal noch einen, ne? Der Arzt kann auch Lokführer sein. Das ist ja alles am Zug, ne? Das macht ja Sinn. Jetzt haben wir den noch, die Förderung. Monarchist, intelligent, Jäger, scharfsichtig. Aber hier kann man nichts updaten bei dem, oder? Doch, hat er auch einen Punkt. Ah, ich brauche einen Rollenpunkt bei dem jetzt hier, klar. Aber ich könnte ja schon die Vorbereitungen treffen. Also er könnte das. Fitness plus 1 wäre hier. Zum EG-Schützen hier charismatisch. War doch Charisma, ne? Ja. Koch müsste einen aufsteigen. Arztintelligenz. Erhöht die Geschwindigkeit von Heilen. Das macht, glaube ich, bei allen irgendwo Sinn. Und Kundschafter kann er ja im nächsten Level hochkommen sogar. Das ist ja nicht mehr viel. Warte, den ersten hat man dann auch noch. Level haben wir da. Wir können aber hier noch was freischalten. Machen wir mal einen Sanitäter noch frei. Weil er ist sowieso fürsorglich. Gut, haben wir. So, wir wollten aber eigentlich einen Trupp erstellen, ne? So, die sind alle in dem Trupp. Neuen Trupp erstellen. Da brauche ich jetzt fürs Dorf, glaube ich, nicht so viele. Müsste die daraus nehmen. Ach, weißt du was? Wir setzen einfach den ganzen Trupp ein. Das ist nicht weit. Fertig. Also bricht man ja, wir haben den Ort durchsucht, es war so leer, wie es von Weitem aussah. Es wurde jedoch einige nützliche Dinge zurückgelassen, haben wir gefunden. Wir haben einen Keller voller Kohle entdeckt, was alle sehr gefreut hat, weil es nie genug Brennstoff geben kann. Okay. Das heißt, wir haben auch noch andere Dinge gekriegt. Treibstoff haben wir 17 dazu gekriegt. Zigaretten einmal und Wodka. Und 2000 Erfahrung. Da müsste ja irgendwer vielleicht von aufgestiegen sein dann noch, ne? So, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Und es ist jetzt hier auch nichts in der Nähe. Da wäre noch ein Händler, aber ich glaube, das bringt mir nichts. Selbst im Waldgebiet sind wir schon gelaufen. Wir können jetzt bis dahin mal vorfahren. 29, 23. Na, da haben wir ja wenigstens noch was. Trupp zurückrufen und das laufen. So, die sind jetzt da. Jetzt können wir, glaube ich, können ja noch mal reingucken, aber was haben wir denn jetzt hier? Nahrung wird knapp, okay. Holz. Stoff haben wir 300. Kräuter, naja, da ist jetzt nichts bei, wo ich sagen würde, lass uns weiterfahren. Wie gesagt, bis hierhin oder so. Da gibt es einen Händler, okay. Dann gehen wir erst Essen holen. Das hält ja sowieso an. Angeln. Kannst du auch schneller angeln. Rohholz ist doch hier drinne.
45. Warum wird das alles nicht gemacht? Keine Träger da sind wahrscheinlich, ne? Was ist mit dem? Ach, guck, da ist der Kontaminierte. Wie kriege ich den gesund? Weigert sich zu arbeiten, ne? Dann rau bleib und lauf rum. Wäre schön zu sehen, dass das hier fertig wird, ne? 5 Rohholz fürs Bett. Das ist schon viel, ne? Das ist eine Holzfällerfahne, ne? Weißt du was? Der steht doch die ganze Zeit hier gerade nur rum, ne? Das heißt, wir priorisieren den mal nicht. Nehmen den da raus und setzen hier einen höher hin, weil hier oben ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er da was abbauen kann momentan. Weil da sind dann nämlich 2 und hier kann man. Aber warum? Der steht da drin und tut nichts. Warum? Holzlager ist nicht voll. So, jetzt stehen sie zu zweit hier rum, aber der arbeitet. Was macht er jetzt? Ah, er trinkt was, okay. Jetzt geht er was essen wahrscheinlich, ne? Ne, weiß nicht, wofür er da war. Also sie schleppen das jetzt dahin. Da war gerade einer, aber. Oh. Holztreppe fertig. Holztreppe fertig. Die nächste ist diese. Okay, dann geht ein bisschen was voran. Wie sieht es hier hinten aus? Noch nicht fertig. Und das auch noch nicht. Was macht der Wassertrog? Der ist fertig. Und da soll Wasser rein. Gut. Ist dann der schon dran? Nein, nein, nein. Aber da kommen gerade 3. Was machen die? Die bringen Wasser von irgendwo anders her, aber nicht von hier. Auch cool, ne? Ist aber nicht schlimm, von wo die das Wasser gerade holen. Wenn der gleich voll ist, dann passt es ja, oder? Ah, die Dürre kommt jetzt gleich, okay. Aber das sollte eigentlich kein Problem für uns sein, oder? Kommt ein bisschen drauf an. 7 Tage Dürre. Oh, das ist viel. Aber wir haben das ja hier alles zum Abpumpen noch dann auch noch da. Das wäre jetzt noch freizuschalten auch, ne? Könnten wir auch. Schrott 2, Holz 0, 2, 4 Stunden ergibt dann einen Eisenwagen. Ja, wir machen das. Und das würde ich dann hier hinten irgendwo hinbauen wollen, ne? In diesem Bereich. Vielleicht hier. Oh, ich sehe gerade, das braucht einen Antrieb, ne? Hier mal im Wasserrad, ne? So wird es passend sein vom Antrieb her. Den machen wir mal so. Kommen da so raus. Gehen dann gerade weiter. Hier machen wir ein T-Stück hin. Wie kann ich das denn hier beenden jetzt oder weitermachen?
Wahrscheinlich erst, wenn die Branchos-Laden hier öffne, Sushi. Okay, das heißt, wir müssen erst noch ein paar Gerichte da drauf machen. Hat ja keinen Sinn. Hatte ich das schon geupdatet? Ja. Dann machen wir halt nochmal da welche drauf. Okay. Hier sind 16 davon. Die veredeln wir gerade nochmal. Kann man jetzt nicht mehr veredeln. Okay, dann ist nur noch einer da. Ah, das ist ja krass. Kann ich die veredeln? Ja, das geht wohl. Da brauche ich nur drei für. Dann machen wir nochmal. Und jetzt können wir beenden und dann können wir sie auf die Karte setzen, ne? Und dann haben wir noch einen zum Hinzufügen. Den können wir noch veredeln. Für 4, okay, das geht dann. Und dann können wir keinen mehr verkaufen. Das ist schlecht. Dann nehmen wir hier noch den hier und machen dann nochmal 4 Stück drauf. Dann sind wir hier fertig, würde ich sagen. Was mit der Forschung? Geht nix. Personal haben wir. Zutaten verkaufen machen wir natürlich nicht. Was macht der Ingenieur? Der kann den Laden noch aufbessern. Da können wir Leichtholz draus machen. Für 65. Der kostet wohl 65, der kostet 100. Ne, dann wird sich unser Geld ändern. Hier, wofür stehen die 160? Keine Ahnung. Ist das nur eine optische Geschichte oder ist dann zum Beispiel die Wartezeit besser? Ich weiß es nicht. Da steht 120 jetzt. Ich weiß nicht, wofür die 120 hier stehen. Kriege ich das dann wieder oder was? Weißer Barhocker. Komm, dann machen wir erstmal nichts. Okay, abgebrochen. Das war's dann. Menü haben wir, Forschung, Personal haben wir. Personal ist ein Ausrufezeichen dran. Ne? Details, können wir mal gucken, können wir hier was ändern? Da könnte die auch was erlernen, okay. Wir heiern gerade was. Personal hinzufügen geht nicht, weil wir kein Personal haben. Alles ist gut. So, das bedeutet, wir können jetzt eröffnen. Kommt niemand. Doch, da. Das habe ich machen wollen, ich noch nicht. Wann wird das Essen gebracht, das ist die Frage, ne? Schön, das ist gut. Ja, das war nicht, doch, ist doch perfekt, okay. Jetzt brauchen wir Getreide und Holz.
0 Produktion, Tage bis zur Ernte 5.1. Fruchtbarkeit 83%, das ist nicht schlecht. Wir lassen mal schneller laufen und gucken, was dann passiert. Ja, bis. Ah, warte mal, da ist tatsächlich was gepflanzt worden, okay. Und es wächst dann wohl. Das ist ja schon mal nicht schlecht, oder? Was macht der jetzt hier? Feldpflege, okay. Okay, das ist ja nicht schlecht, dass wir was zu essen kriegen, ne? Oh, hier gibt es sogar ein Brot. War das jetzt in der Bäckerei gemacht? Benötigt Getreide, aber wir werden jetzt wahrscheinlich nichts mehr haben. Marktschreier ist auch da. Was haben die denn jetzt für einen Bedarf hier? Dienstleistungen. Da ist ja mal ganz viel runtergegangen und geht jetzt wieder hoch. Brunnen und Märkte fehlen uns noch. Kriegen wir dann irgendwo einen Brunnen hin? Haben wir einen Angriff? Nö, ne, oder? Ich glaube, das wird schon das Spiel uns sagen, oder? Brunnen haben wir da einen. Und da einen. Wir können hier unten mal noch einen Brunnen hinmachen, denke ich. Hier schön auf der Ecke, oder? Zwei Steine brauchen wir dafür, okay? Und es wird schon gebaut. Baufortschritt 56%. 67%. Ja, nicht immer die Leute da reingehen. So, Verbesserung 0 von 12, Dienstleistung 4 von 4, Belastung 74, alte Zustände. Okay, also er ist schon mal fertig. Und was macht jetzt die Dienstleistung hier mit? Brunnen, Essenstände wo hatten wir denn Brunnen? Hier hatten wir eben Brunnen. Wo steht der Brunnen jetzt? Da. Steht was von 0,88 zu 1,50. Also Brunnen ist ja jetzt nicht ganz schwer, weil keine bedient sind. Und da können wir also rein theoretisch auch mehr machen, ne? Wenn da ein Brunnen ist, machen wir hier auch noch einen, oder? Essenstände ist schon schlecht. Märkte und Toiletten sind plus. Gesamt. Ah, da fehlt es überall noch, ne? Restaurant haben wir nicht. Feuerstellen sind auch zu wenig. Was, wo ist denn ein Wert, der mal passt? Nicht wirklich, ne? Feuerstellen auch zu wenig. Wahrscheinlich können wir Feuerstellen aber auch kostengünstig machen. Machen wir da nur eine hin. Und hier nur eine. So, jetzt haben wir erstmal ein paar Feuerstellen gemacht. Da braucht man Holz für und Steine. Ist gleich schon freigeräumt. Ja. Steine sind, glaube ich, weniger das Problem, eher das Holz, ne, oder? Ein Holz ist nicht zugewiesen, steht da. Holz ist zugewiesen. Einer schon das Holz gebracht. Achte. 12. Holz ist gleich da. Zwei fehlen nur noch. Na, kommt da noch wer? Bringt noch zwei Holz. Erledigt. Der Stein ist schon erledigt. Holz. Ist jetzt auch da. Was ist denn hier Holz? Ah, da. Haben wir auch genug. Da gibt es auch einen Baufortschritt beim Feuer. Baufortschritt ist jetzt 50% Grad gewesen. Und wie viel war hier jetzt bei Feuerstellen? 0,66. Mal gucken, wie wir gleich haben.